willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Sei doch so nett, sei doch so ein richtig guter Schüler, der hier meine Videos schaut und folge mir mal auf Instagram und gib meinen Schülern da auch mal so ein kleines Herzchen. Die freuen sich darüber. Ihr kennt das, wenn ihr selber mal ein Herz bekommt. Heute geht es rund um das Thema Adlibs. Woher kommt der Begriff? Was ist das und wie kann ich das in einen Song einbauen? Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanjalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanjalevyvocalstudio.com. Das Wort Adlib kommt aus dem Lateinischen und heißt ad libitum oder eben short lip oder eben short für Adlib. Und das bedeutet, im Englischen heißt es at one's pleasure or as you desire, was man im Deutschen dann übersetzen würde wie es dir gefällt oder wie du es dir wünschst, as you desire. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Jazzbereich und dort geht es darum, kleine Melodien, kleine Akzente rund um die Originalmelodie entstehen zu lassen. Ich sag's nochmal, das sind improvisierte kleine Akzente, kleine Melodien rund um die Originalmelodie, rund um die Originalharmonie. Ich zeige euch jetzt mal an dem Beispiel von Shallow, ja? Und zwar, wir haben jetzt folgende Akkorde. Und da geht es jetzt los mit der ersten Strophe. Tell me something, girl. Are you happy? So, und bevor aber die Strophe losgeht, könnte man jetzt ein Adlib einsetzen. Und dann könnte man vielleicht so ein bisschen Humming, so eine Ms machen, Us oder As oder Is. Ich zeige das jetzt einfach mal vor. Das war jetzt zum Beispiel etwas, wo ich ein Ho genutzt habe, ein Ho, H-O, benutzt habe und dann vielleicht ein bisschen ein kleines Riff gemacht habe. Ich zeige jetzt mal eine andere Variante. Man kann auch nur mal ein Humming nehmen. Und diese Adlibs sind natürlich klasse, wenn du dir einen Song ausgesucht hast, wo du da 30 Sekunden Pause hast oder wo du ein 30 Sekunden langes Instrumental hast, ne, Pause, Instrumental, oder wo der Anfang extrem lange dauert, bis der Song startet, dann kannst du da eben ein paar Hummings machen, ein paar Us, ein paar Runs, ein paar Riffs. Jetzt lass uns mal ein bisschen weitergehen und zwar in den Chorus. Into Nightfall. Keine Ahnung, also was auch immer. Das waren jetzt alles eine Reihe von verschiedenen Adlibs, die ich gemacht habe. Ich will jetzt nicht zu viele Copyright-Fragmente nehmen, deswegen sorry. Aber ihr seht, einfach spielerisch, kreativ sein, improvisieren, das hat natürlich auch was mit Gefühl reinbringen zu tun. Das ist halt nicht eine monotone Abfolge, aber du kannst halt alles nehmen. Du kannst halt Wörter nehmen, du kannst halt Sätze nehmen, so wie ich das gemacht habe.
Tape leads. Du kannst den Vers immer wiederholen, du kannst es auch staccatoartig machen, also deine Kreativität ist nichts, sind da keine Grenzen gesetzt. Im Jazz benutzt man ja viel so babarabarab und buburuburup und bibibibibib. Sorry, das war jetzt ein bisschen übertrieben, Spaß beiseite, aber im Jazz ist halt sehr viel babarabarababar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